Nein, ich gehe sicher mit meinem Masseur in München einen Dauerlauf machen, mit dem Edi Hau noch dazu. Mhm. Und mit dem Motorrad? Ja, ja. Mhm. Bin ich die letzten Jahre auch viel gelaufen. Und gehe zweimal in der Woche ins Fitnesscenter mit meinem Mann. Mhm. Und nebenbei gehe ich noch mit nach Hause oder auch so ein bisschen joggen. Also, aber letzte Frage. Ich bin immer sportlich. Auf welchen Spuren wandeln die Kinder sportlich? Ja, mein Sohn spielt Eishockey. Schon? In München, ja. Seit 4 Jahren schon. Mhm. Und meine Tochter, na, die möchte eigentlich Eisschnelllauf machen, aber sie hat sicher nicht die Gelegenheit, mhm, weil wir nach Sonthofen ziehen. Da gibt es keine Eisschnelllaufbahn. Insofern hat sich eigentlich die Sache von selbst erledigt. Oh. Greifen Sie der Zeit nicht voraus? Das kommt ja, sie ist gut in Leichtathletik, ja, und auch so allgemein, ja, sportlich veranlagt, aber... Aber Sie triezen Sie nicht? Nein, überhaupt nicht. Machen Sie nicht. Also Monika, ich muss sagen, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie gekommen sind. Sie haben gestern angerufen, ich hatte Sie gebeten. Gestern Abend dann haben Sie gesagt, ach, ich komme ganz gern. Aber Sie starten jetzt nicht mehr am Freitag, was ursprünglich ein bisschen vorgesehen war. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich mit einem ganz unguten Gefühl zur Olympiade gefahren. Ich bin die Weltmeisterschaft nicht fertig gelaufen, weil ich nach den 500 Metern schon wieder Muskelschmerzen hatte. In Amerika, in West Allis? Ja. Und so lief es eigentlich die letzten 2 Monate überhaupt. Mal konnte ich laufen, dann wieder nicht. Also es war ein Auf und ein Ab. Der Dr. Müller-Wohlfahrt hat mir zwar immer Mut zugesprochen, aber mit Mut allein schafft man es auch nicht. Mhm. Und ich fuhr dann zur Olympiade hierher, weil ich die Hoffnung hatte, der Dr. Münch wird mich behandeln. Hat mich dann auch gespritzt. Bin dann zu dem Eishockeymasseur gegangen, weil ich mir gedacht habe, der Bewegungsablauf so mit Adduktoren, die haben sicher auch Probleme, er kennt sich da aus. Und habe mich dann also bis zu den 500 Metern also voll fit gemacht. Ich hatte zwar auch nicht am Anfang gehofft, dass es so schnell hinbringt, aber ich bin froh, dass ich die 500 Meter so gut gelaufen bin. Und ja, ich habe gesagt, mit dem 7. Platz einen schönen Abgang kann ich nicht mehr haben. Mhm. Und wenn das Training optimal, ja, durchgegangen wäre, wäre ich sicher auch die 1000 Meter gelaufen. Ich danke ganz, ganz herzlich. Ich sage es nochmal. 5 Olympische Winterspiele von 1972 bis jetzt. Mit einer Goldmedaille begonnen, damals über 1000 Meter. Und mit einem bundesdeutschen Rekord aufgehört, über 500 Meter. Was kann man sich mehr erwarten, wenn man eine sportliche Karriere beendet? Andere müssen mit Tränen aufhören. Sie können sich über einen 7. Platz unter 30 Konkurrentinnen, die in der Regel 10 Jahre jünger sind als Sie, oder 12 Jahre jünger oder noch mehr, nicht nur freuen. Sie können sagen, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Ich will nicht sagen, dass das die letzte Medaille ist, Monika. Sie werden sicherlich noch welche kriegen, wenn Sie nach Hause kommen. Aber das ist unsere Medaille mit dem Emblem mit Eisschnellläuferin drauf. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Und ich weiß nicht, wo schauen Sie sich jetzt noch an? Wo gehen Sie hin? Die 5 Tage noch? Ja, ich gehe hauptsächlich Eishockey. Eishockey. Also ich bin Fan davon. Da haben Sie ja noch so viel zu erwarten, wie wir natürlich auch. Und Sie wollen jetzt los. Wir schauen uns jetzt an Schweden gegen die Tschechoslowakei.